Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir wurden im letzten... Achso, Part 69. Ah, wir wurden im letzten Part wurden wir ein bisschen verarscht von der guten Diona. Es kam raus, sie wollte uns töten und ist ein Kultist, aber wollte vorher noch unsere Jungfräulichkeit. Na gut, jetzt nicht, aber wir hatten vorher noch was miteinander. Nachrichtentafeln, ah ja, in der ganzen Welt, boah, ich dachte, Aufträge aus aller Welt, dachte ich, meinen die jetzt die echte Welt und dass irgendwelche Leute, wie so bei so einem Online-Game. Ja, aber nein. Ah, ich glaube aber durch diese täglichen Dinger hier kann man das halt, wenn man die Hauptstory komplett durch hat, kann man das halt immer noch machen. Immer noch spielen, aber naja. Ich glaube, irgendwann verliert das auch den Reiz, aber hier spielt man halt schon ewig dran. Also ich weiß, dass ich das Spiel an Halloween ungefähr angefangen habe. Und seitdem habe ich das regelmäßig gespielt, ohne mal eine Pause. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt April. Was sind dann hier quasi 4 Monate? Oh, 6 Monate spiele ich das schon. Ihr seid Zwillinge? Keine Bewegung oder ich töte euch beide. Reise die Mäuren. Sie wollten mich töten und es auf dich schieben. Töte die Diona. Sie ist die Diona. Ihre Missgunst und Verbitterung führten sie zum Kult. Meine eigene Schwester. Das ist doch Wahnsinn. Sie ist die Diona. Und sie arbeitet mit dem Kult daran, meinen Platz einzunehmen. Lass dich nicht täuschen, Söldnerin. Der Kult des Kosmos stellt dir eine letzte Falle. Ja, den töte ich jetzt einfach. Unglaublich, ihr seid Zwillinge. Sie war immer neidisch auf meinen Erfolg, Söldnerin. Das Leben in meinem Schatten brach sie. Töte sie sofort! Aber die hat doch mit wem geschlafen. Du weißt doch jetzt, mit wem sie geschlafen hat, oder? Ich habe dich geliebt, Diona. Ich wollte nie über dir stehen. Söldnerin, du musst sie töten, bevor der Kult Kythera an sich reißen kann. Es schmerzt mich, doch es muss sein. Du würdest doch gar nichts fühlen, du Monster. Wer weiß, ob du überhaupt Gefühle hast. Die Hohepriesterin wird wissen, was in der Nachricht ihrer Dienerin stand. Traue den Mäuren nicht. Wie kannst du nur davon wissen? Ihr Ende muss so tragisch gewesen sein, dass sie die Mäuren verleugnete. Armes Ding, es war meine Schuld. Sie sollte dich ausspionieren. Und du ließest sie töten, als sie dich enttarnen wollte. Hör nicht auf ihre Lügen. Ich bin die hohe Priesterin. Ich könnte euch auch beide töten. Vielleicht tue ich das. Uns beide? Glaubst du, es kümmert sie, wer von uns lebt? Und wer stirbt? Sie sagt die Wahrheit. Bei den Mäuren. Wenn wir beide tot sind, schickt der Kult eine eigene hohe Priesterin an unserer Stadt. Du musst wissen, was der Kult tun würde, oder? Du Schlange! Vielleicht solltet ihr das unter euch klären. Wenn du gehst, wird noch mehr Blut an dir kleben. Diona wird mich umbringen. Schlange! Sie weiß, dass ich diejenige bin, die sterben wird. Wenn du nichts unternimmst, wird der Fall Kytheras deine Schuld sein. Vielleicht solltet ihr das unter euch klären. Nein! Guck mal, ich denke, oben hast du ausgewählt, du machst Enter, aber nein, wo dein Mauszeiger ist. Genug! Töte Diona an Ort und Stelle! Tu das Richtige, Söldnerin! Töte Diona! Sei still! Ich gehe zurück, wenn das falsch ist. Du! Mich kannst du nicht täuschen. Es ist aus, Diona. Du Närrin! Aphrodite, hilf mir! Nimm das! War das jetzt richtig? Traue den Mäuren nicht. Diese Nachricht gab ich der Hohepriesterin.
Bei den Mäuren. Also, was hast du getan? Ich habe jetzt die Linke getötet. Ich muss die Rechte töten. Die Unbekannte ist diese Diona. Sorry, aber ich mag das nicht, falsche Entscheidungen zu treffen. Das müssen wir laden. Autospeichern 4. So. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Ob das jetzt irgendwie ein bisschen anders verläuft. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid Zwillinge? Keine Bewegung, oder ich töte euch beide. Reise die Mäuren. Sie wollten mich töten und es auf dich schieben. Töte die Diona. Sie ist die Diona. Ihre Missgunst und Verbitterung führten sie. So, diesen Typen töte ich jetzt mal eben. Wo ich eh nicht weiß, wer das ist. So, und danach sollte ich mal den Fähigkeitspunkt ausgeben. So, alles überspringen. Genug! Sei! Du! Ich durchschaue dein Spiel, Diona. Es ist vorbei. Bei den Mäuren, ich töte euch beide! Ich werde mir jeden Moment erzählen. Ah, das ist ein Kultist, sehr gut. Oh Mann, ich hoffen, wollte die ja eigentlich auch Diona töten, aber dann dachte ich, die Linke. Oh. Deine Kultführerin ist enttarnt, hohe Priesterin. Meine eigene Schwester. Oh, Geschwister. Ich habe sie gehasst. Aber auch geliebt. Ich kenne das Gefühl. Du hast Kythera für mich gerettet, Söldnerin. Nun zum Kult des Kosmos. Gut, dass ich die richtige Priesterin getötet habe. In der Tat. Als Hohepriesterin ist es meine Pflicht, die auf Abwege geratenen in den Schoß Aphrodites zurückzuführen. Und wenn du je in Pefki warst, verstehst du, warum der Eingriff der Götter die einzige Erlösung der Einwohner ist. Ich war noch nie dort. Dein Glück. Eine meiner Priesterinnen wurde dorthin entsandt und kam verstört zurück. Sie sprach von einem Mann. Melite. Was ist mit ihm? Die Menschen in Pefki leben in Furcht vor ihm. Er betreibt zwielichtige Geschäfte, aber was genau, weiß ich nicht. Vielleicht wird dir dies helfen. Hab Dank, hohe Priesterin. Wenn du mich nun entschuldigst, der Wiederaufbau beginnt. Chere. Wovor hat die denn jetzt Angst? Oh. Der Kult des Kosmos ist in Pefki, Söldnerin. Suche nach Melite und... Vernichte, okay. So. Sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, ne? Wo ist denn jetzt dieser Tor, so der unsterblich? Hä, der war doch so golden. Ey, ist das neu? Das sieht auch eigentlich ziemlich gut aus.
Einmal bitte gucken, wie das aussieht. Das erinnert mich an Wonder Woman. Aber ich will trotzdem bauchfrei. Das. Also leider geht das doch nicht. Wir müssen doch das mit dem Blöden hier nehmen. Ich finde einfach baufrei gut. So, Quest. Die Diana-Quest-Reihe ist abgeschlossen. Jetzt gehen wir jetzt einfach zu dieser Schlachtsache. Habe ich jetzt irgendwie... das Gefühl, das sollte ich machen. Das heißt, wir müssen zu einem ganz neuen Ort da oben am Arsch der Welt. Ja. Ich könnte von hier aus dahin segeln. Ja, machen wir das so rum. Ja, wir rufen unser Schiff. Ah, und wir machen endlich mal den Fähigkeitspunkt. Das sage ich jetzt schon die ganze Zeit. So, ich wollte erstmal die Dinger, die ich ständig einsetze, den... das wäre noch cool. Das ist cool. Die Sachen mache ich erstmal und danach gucke ich dann mit den Fähigkeitspunkten. Oh, das war die falsche Sache. Aber übrigens, dieses Ding da mit den Flügeln hier dran finde ich richtig, richtig cool. Ablegen. Verabschiedet euch! Kapitän, wir haben noch was gemacht. Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Das sieht doch wertvoll aus! Oh, weiches Leder und Holz. Guck mal, da oben ist sogar Schnee. So, ich hoffe, gegen dieses Schiff da muss ich nicht kämpfen, aber ich glaube nicht. Irgendwie erinnert mich das an so Schuppen, diese Tücher, die da hinten dran hängen. Einmal kurz für die, die es interessiert, zum Beispiel mich jetzt gerade. Wie sieht nochmal mein Schiff aus? Babylona. Und das ist eigentlich das Schiff, die Aristeia. Aber das finde ich cool. Ja, das Pferd da dran ist auch cool. Und normale Bootsleute. Ich will jetzt irgendwie keine besonderen haben. Boah, wehe. Ich muss jetzt hier irgendwie Reisegeschwindigkeit. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Einfach abdrehen. So, auf die ganzen Camp-Sachen habe ich keinen Bock. Deswegen werde ich niemals Black Flag spielen. So, hier kann man sich jetzt zurücklehnen, angucken, wie das hier läuft.
Ja, ich glaube, das wird schon. Ganz kurz gucken, nicht, dass ich falsch bin. Ich glaube. Hol das Segel ein! Ja, ich fahre lieber andersrum. Bin mir unsicher, wo da der Hafen sein soll. Dem traue ich da gerade irgendwie nicht. Macht schneller! Haltet das Tempo! Ja, ich versuche hier lang zu fahren. Reisegeschwindigkeit und dann in diesen nächsten Ding rein. So, hier ist, glaube ich, Treibgut. Ja. Oh, ein Reifboot-Hüftriemen. So, ist das jetzt hier der richtige Weg, meiner Meinung nach? Ja. Da so vorbei und da in den Hafen. Und hier sieht es von der Landschaft ganz anders aus. Irgendwie so andere Bäume. Ist auch irgendwie weiter Norden. Vielleicht sind das da so alpenmäßiger, keine Ahnung. Obwohl das halt nicht an den Alpen ist, das weiß ich auch. Ja, ich habe Angst vor den Schiffen. Deswegen fahre ich so rum, aber... Okay, vielleicht greifen die auch nicht an, wenn man so neutrale Farben hat. Grün hat hier keiner. Ja, ich glaube, ich werde gerade nicht angegriffen. Oh, hier geht keine Reisegeschwindigkeit. Ja, doch, hier ist ein Hafen. Perfekt. Auf geht's! Boah, da hatte ich ja Glück. Ja. Los geht's! Kapitän, die Ruderer halten das nicht durch! Ja, wir sind jetzt ja auch da. Alles gut. Schiff anlegen! Was ist das jetzt hier für ein Ort? Makedonien. Anlegen. Wir bleiben hier! Ja, sorry, keine Ahnung, warum ich da gerade nochmal das Kommando übernommen hat. Ich wollte eigentlich nur weg. So. Makedonien. Aufstieg eines Imperiums. Mit Brasidas sprechen. Okay, ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Hi. Brasidas, du bist hier. Hat der lange Haare oder was? Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Kleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Du verschweigst mir irgendwas. Ach. Ich bin wegen Kleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malaka. Heute geben wir alles, was wir haben. Wir geben nicht auf. Oh nein, ey, Malaka. Muss ich schon wieder zu irgendeiner Schlacht? Die Athener sind hier! Spartiaten, vorwärts! Schützen auf der Mauer! Wir müssen sie abschießen! Jetzt!
Ich muss mich aufladen, sonst kann ich da jetzt gerade auch nicht weiterkämpfen. Bam, 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 bam. So, perfekt. So, der ist jetzt, glaube ich, auch tot, oder? So. Oh nein, jetzt muss ich einen Söldner töten. Was für eine Kacke, was für eine Kacke. Kann mein Bruder mir bitte helfen? Oh fuck, 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 fuck. Oh, mal gucken, wo wir dann jetzt starten müssen. Okay, ich war noch gar nicht in diesem Ort und mach direkt schon sowas. Am besten nehme ich mir immer einen mit raus und bekämpfe den, hab ich mir gerade gedacht. Da ist er überhaupt noch bewaffnet. Oder kann man jetzt schon weitergehen, okay. Ah, die sind nach oben gegangen, oder was? Ach, der kämpft da noch. Oh, scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, da hinten kämpft der da noch einsam gegen irgendjemanden. Perfekt. Jetzt habe ich auch noch einen Söldner getötet. Kann ich das eben speichern?
Perfekt. Da, bitte, 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 bitte. Oh, müssen wir jetzt zum Schlachtfeld? Ist der Staat überhaupt schon geschwächt? Ach, hier ist das Schlachtfeld. Oh komm, du musst doch nicht gegen ihn kämpfen. Der hat dich doch nicht angegriffen. Sorry, das war ich. Das war ich. Ah, hier liegen schon tote Menschen. Athener Lager liegt vor uns. Zerstört es! Oh nein, da muss ich teilnehmen. Nein, nein. Ohne dass ich da die Startstärke voll schwächen musste. So, könnt ihr mir jetzt sagen, wenn ich töten muss? Da wird mir doch eigentlich immer irgendjemanden Typen genannt, den ich töten muss. Jo. Nächster Typ, bitte. So, perfekt. Nächster. Oh, doch nicht so mittendrin in der Schlacht sein. Ich hätte lieber am Rand warten sollen. Perfekt. So, jetzt warte ich noch mal mehr am Rand. Perfekt. Und jetzt? Ach nein, doch nicht schon wieder so eine Scheiße. Das ist mein Bruder, ne? Hey, ich dachte, war das denn meine Bruder? War sie das mein Bruder? Ich glaube, das ist eher mein Bruder. Du nimmst immer alles so persönlich. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Was jetzt mit der Schlacht? Elender Feigling, du entkommst mir nicht! Okay, in die Schlacht kann man jetzt gerade nicht. Ich probiere das jetzt einmal, wenn ich es nicht hinkriege, mache ich das morgen. Zu deinem Pech ist er da. Es ist noch nie zu spät. Komm auf unsere Seite. Das ist nicht Athen. Du kannst. Okay, das war easy. Kassandra, komm schon. Sei gnädig. Du brachtest ihn gegen uns auf. Meinen eigenen Bruder. Wir bauten Deimos auf. Wir machten ihn groß. Unaufhaltbar. Jetzt ist er ein Monster. Dann kämpf an seiner Seite.
Lehre ihn! Du könntest wieder mit Deimos vereint sein. Sein Name ist Alexios. Ich bitte dich. Die Welt ist geteilt, Cassandra. Und wir vereinen sie. Halt dein scheiß Maul! Meine Hände sind leer. Hab Mitleid. Man muss jetzt oder so töten. Doch du verdienst, was dich an den Toren des Hades erwartet. Nein. Auf die Knie. Verstehst du? Ich wollte dich human töten. Ja. Niemand wird mich, Kleon von Athen. Boah, ich will das jetzt nicht sehen. Nein, nein! Du bist bereits vergessen. Ja. Es ist auch vorbei. Super Blick in seinen Schritt. Myrina muss wissen, dass Kleon nun tot ist. Und Brasi das. Ich hätte schneller zu Deimos kommen sollen. Tut mir leid, mein Freund. Episode 8. Okay, was kommt jetzt? Oh, neue Stufe. Ja, werde ich nächstes Mal vergeben. Wo alles begann. So, was ist das jetzt für eine Quest? Heimkehr. Es gibt 10 Episoden. Wie viele Episoden gibt's? Wo muss ich denn jetzt zurück? Nach Myrena oder was? Dahin. War ganz ehrlich. Ja, dann habe ich hier halt noch nicht viel gemacht in dem Gebiet. Dann ist das halt so. So, dann kehren wir noch hierhin zurück, um dann nachher dahin zu gehen. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, dann geht's morgen wahrscheinlich weiter mit dem nächsten Part. Jo. Das war jetzt doch irgendwie spannender und eigentlich so, ich probiere es nur aus. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich es beim nächsten Mal. Aber ja, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich bin im Kämpfen gar nicht mehr so schlecht. Das hat ja ganz gut geklappt. So, bis dann, ey. Ciao.